Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Videotest von PC Max. Ich bin der Jakob und halte hier in meinen Händen einen sehr exklusiven Multimedia-PC, Media Player, Home Office, was weiß ich, wie man es genau nennen mag. Es kommt jedenfalls von Arctic, nennt sich MC101A10 in unserem Fall. Es gibt dann noch eine Version, die auf den Namen dann eben A8 am Ende noch hört. Das ist eine etwas schwachbrüstigere Version. Und dieses Gerät kann alles, was das Herz eines Multimedia-Fans denn so begehrt. Es kann an den Fernseher angeschlossen werden und kann da wirklich alles vollbringen, was man sich vorstellt. So ganz im Stile der Zotac Z-Box, die wir schon mal im Test hatten. Sowohl die Nano XS, AD11 als auch AD10 haben wir schon getestet. Das Gerät ist jetzt ein bisschen teurer. Muss ich gleich zu Beginn sagen, also die Variante, die wir hier haben, voll ausgestattet, wird ungefähr $700 kosten. Die Barebone-Variante, da sage ich gleich, was da genau fehlt, ist $200 günstiger, Europreise stehen noch nicht fest. Und das Ding kommt Anfang Oktober auf den Markt, so zumindest die Aussage von Arctic. Hier drin werkelt wirklich State-of-the-Art-Technologie, und zwar eine Trinity-APU, die A10 mit bis zu 3,2 GHz und das ist die 4600M auf einem A70M Chipsatz. Und dazu kommt, muss ich eben spicken, eine Radeon HD 7660G mit 512 MB RAM. Außerdem lassen sich in diesem wirklich schmalen Gerät zwei Platten verbauen, zwei 2,5 Zoll Laufwerke, was perfekt ist, weil man dadurch eben einmal eine SSD einbauen kann und auch eine Festplatte. Von Haus aus hier in unserem Modell voll ausgestattet, 8 GB RAM, eine 1 TB Festplatte, die ich gleich mal zeigen werde, ich schraube das Ganze noch auf. Das heißt, man hat hier immer noch die Möglichkeit, nachträglich eine SSD reinzuhauen. Und eben die volle Ausstattung, die ich jetzt gleich mal noch zeigen werde. Davor aber erstmal noch der Lieferumfang von Arctic. Dazu zählt natürlich ein HDMI-Kabel, das ist ja nicht mehr wegzudenken, ist dabei. Netzteil 96 Watt, soweit ich weiß. Die Box ist aber trotzdem relativ stromsparend. Dann haben wir dabei eine DVB-T-Antenne, was sehr cool ist, weil das Gerät einen DVB-T-Tuner hat, also einen TV-Tuner. Leider kein S2-Tuner, sondern eben nur DVB-T. Mit der Antenne kann ich in Hamburg schon was anfangen. Ich frage mich aber, ob das andernorts damit auch möglich ist. Vermutlich muss man da also ein bisschen was Leistungsstärkeres anschließen. Das ist also auch dabei. Dann ist ein kleiner Quick-Start-Guide dabei. Das ist auch noch für die Antenne. Und ein USB-Stick zur Recovery. Ich denke aber, das ist nicht die finale Version, die wir hatten, deswegen will ich es jetzt auch gar nicht zeigen. Ja, und dieser Quick-Start-Guide, der zeigt dann auch nochmal so kurz, was Sache ist. Eben auch nochmal, was dabei ist. Und sagt eben auch, was nicht dabei ist, und das ist eine Fernbedienung. Was einerseits zwar bedauerlich ist, wenn man denkt, okay, was will man jetzt mit so einem Multimedia-Gerät ohne Fernbedienung. Andererseits muss ich da aber persönlich auch sagen, dass ich nicht glaube, dass sich jemand ohne Smartphone, oder vielleicht lehne ich mich auch ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich vermute, dass man doch erwarten kann, dass man vielleicht auch ein Smartphone hat oder eine andere Infrarot-Fernbedienung, Universal-Fernbedienung, was weiß ich was. Und dann kann man das Gerät auch damit steuern, weil es nämlich zum Beispiel einen Infrarotempfänger schon drin hat. Also man braucht nur noch die passende Fernbedienung. Oder eben ein Smartphone, um dann eben XBMC starten zu können. Es steht zwar hier noch angekündigt drauf, hier App Store, Remote MC App. Ich habe aber gelesen, dass es diese App jetzt doch nicht geben wird. Und von Seiten Arctic ist so jetzt gerade geschildert wird, dass man also doch dann XBMC, dieses Multimedia Center, installieren soll. Und das dann eben via Smartphone fernsteuern soll. Finde ich auch eigentlich ganz angenehm. Trotzdem hätte man natürlich auch irgendwie was beilegen können für die, die es einfacher haben wollen. Und ja, jetzt werde ich das Gerät hier mal kurz aufschrauben
Und dann können wir uns das gleich mal vom innen nochmal anschauen. So, und wenn man seine paar Schrauben dann erstmal entfernt hat, dann hat man auch schon Zugriff auf das ganze Gehäuse. Und was dann natürlich zuerst mal auffällt, ist dieses wirklich massive Alu-Oberteil, das auch einen Großteil der Wärme ableitet. Also es fungiert eben gleichzeitig als, als Wärmeableiter und auch optisches Highlight. Gebürstetes Aluminium, sehr massiv. Und man setzt hier auf 8 mm, auf eine 8 mm dicke Heatpipe, die dann eben auch noch von einem aktiven Lüfter mit einem, eben gekühlt wird. Also man hat hier schon ein durchdachtes Kühlkonzept sich hingepackt. Das ist aber auch notwendig, weil man eben, wie man hier schon erkennt, eben diese A10-4600M APU von AMD Trinity verbaut hat, die eben auch recht kühlungsbedürftig ist. Außerdem erkennt man hier jetzt noch ganz gut den Festplattenkäfig. Da schlummert jetzt schon eine 1TB Festplatte von Western Digital drin, eine Scorpio Blue. Die dreht mit 5400 Umdrehungen pro Minute, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hat man dann eben die Möglichkeit, einfach noch eine zweite zu installieren. Ja, ansonsten sieht man schon, dass auch anschlussseitig eben recht viele geboten ist. Das zeige ich dann aber doch eher wieder, wenn wir das Ganze wieder zusammengebaut haben. Also so sieht die MC101 oder das der MC101 Media Player Media Center von innen aus. Und jetzt schrauben wir es wieder zusammen. So, nachdem wir die MC101 jetzt wieder zusammengeschraubt haben, zeige ich euch noch eben die Anschlüsse. Die sind natürlich auch sehr wichtig und die sind ja auch massig vorhanden. Man hat nämlich einmal den DVB-T-Tuner. Man hat die normalen Audio-Ausgänge und zwar Audio-Out, Audio-In, hat zusätzlich einen optischen Ausgang, hat 4 USB 2.0 Anschlüsse, daneben den Eingang fürs Netzteil. Man hat außerdem 2 USB 3.0 Eingänge, einen HDMI-Port und einen Ethernet-Port. Und wenn man das Ganze umdreht, das war nämlich noch nicht alles, dann bekommt man hier nochmal einen USB 3.0 Port hier, einen eSATA und USB 2.0 kombiniert Port und einen Card Reader 4-in-1 und außerdem die Möglichkeit eben auch noch seine Kopfhörer anzuschließen. Das kann man dann hier bei diesem Audioausgang machen. Eingeschaltet wird die MC101 an diesem Knopf hier vorne. Der gibt relativ wenig Feedback, aber es leuchtet dann noch ganz gut und daran sieht man auch, dass das Ding in Betrieb ist. Und das werden wir jetzt auch mal machen. Dann kann ich euch auch mal das Interface zeigen, beziehungsweise das, was eben drauf ist, nämlich Windows 7 Home Premium 64-Bit vorinstalliert, eben in der Variante. So, wir haben die Z-Box jetzt angeschlossen und ich drücke jetzt auf den Startknopf. Dann wollen wir mal sehen, wie flott das Ganze denn funktioniert. Kurz das Arctic-Logo gesehen und jetzt wird auch schon Windows gestartet. Wie gesagt, in unserer Variante war eben jetzt die Windows 7 64-Bit-Version schon vorinstalliert, Home Premium. Ansonsten muss man sich darum kümmern, vielleicht auch ein anderes Betriebssystem zu installieren. Gerade wenn man das, die Arctic MC101 jetzt als vollständigen Media Player vor allem nutzen will, besteht natürlich auch die Möglichkeit, dann zum Beispiel sowas wie XBMC Ubuntu drauf zu hauen, was praktisch schon eine Verknüpfung ist von XBMC und Ubuntu. Und alternativ hat man dann sonst eben hier eine Windows 7 Version, die man dann ganz einfach eben mit seinem iPhone fernsteuern kann. Und wenn ich hier jetzt beispielsweise mal auf XBMC gehe, falls es der eine oder andere noch nicht kennt, ist wirklich ein tolles Programm, und man dann seine Remote Connection einstellt, das muss ich jetzt eben mal machen. So, dann kann man das Ganze eben als Fernbedienung verwenden und kann dann hier auch problemlos auf alles zugreifen. Das ist eben wirklich eine sehr schöne Oberfläche auch. Vielleicht fangen wir da mal ganz vorne an bei den Bildern. Da habe ich schon wieder die Beispielbilder hinzugefügt. Da muss er jetzt natürlich erstmal wieder die Netzwerkquelle finden. Ich habe hier wieder meine Netzwerkfestplatte angeschlossen. Eigentlich schon eingerichtet, scheint hier aber noch eine Weile zu brauchen. So, nachdem XBMC dann da eine Weile gewerkelt hat, kann man auch endlich mal auf seine Bilder zugreifen. Das dauert normalerweise nicht so lange. Hat hier also einfach einen ganz normalen Bildbetrachter drin. Ja, und kann da dann auch wieder rausgehen.
kann hier eben ganz gemütlich sein ganzes Zeug auswählen. Videos zum Beispiel. Da können wir jetzt als Beispiel mal einfach Big Bug Bunny wieder mal anschauen. Wenn man dann hier mal ein bisschen vorspult, sieht man also, ja, das funktioniert alles einwandfrei. Super Qualität, gute Bildausgabe, keine Lags. Ruckzuck gebuffert alles. Ja, also keinerlei Probleme dabei. Auch mit Surround Sound überhaupt keine Probleme. 8-Kanal ist integriert, also kann man damit auch schön sein ganzes Surround Sound im Hören. Oder alternativ, wenn man dann eben doch nur auf Stereo aus ist, kann man auch einfach sich seine Musik dann in XBMC anhören. Also das ist alles wirklich ganz einfach. Hier gibt es dann auch noch tausende Add-ons, die man hinzufügen kann. Das wird mir jetzt aber ein bisschen zu laut hier. Ja, und dementsprechend hat man da alles, was man braucht. Ansonsten natürlich auch noch die ganz normalen Windows-Funktionen, was man eben so von Windows 7 kennt. Bin vorhin mal PC Mark 7 durchlaufen lassen, bin auf 2035 Punkte gekommen, das werde ich auch im Artikel verlinken. Das ist schon eine sehr respektable Leistung. Und wenn man dann fertig ist mit allem, dann kann man hier auch einfach zurückgehen in der App, in dem Fall jetzt iPhone App, und sagen, okay, fahre mein System runter, und rucki zucki ist das System runtergefahren. Ja, Fazit, was kann man zur MC101 sagen? Ich persönlich bin schwer begeistert von dem Gerät. Arctic hat da sich was getraut, hat einem wirklich auch eine hochwertige Box rausgebracht, die sich gut anfühlt, die schick aussieht, die sehr flach ist, die zugegebenermaßen sehr heiß wird, was ja aber nicht weiter tragisch ist, weil eben dieses Aluminium einfach zur Wärmeableitung genutzt wird, dementsprechend eben auch warm wird. Das kennt man ja auch schon so von MacBooks zum Beispiel. Man hat hier massig Anschlüsse, man hat alles, was man braucht als Multimedia-Fan. Man kann das Gerät als wirklich als Multimedia-Center einsetzen, so wird es ja auch bezeichnet, Home Entertainment Center. Man kann damit problemlos 1080p-Videos wiedergeben, ohne Ruckeln. Man kann damit Spiele spielen, wenn man große Lust dazu hat. Zwar sicher nicht die aktuellsten, aber die Performance, die hier rauskommt, die kann sich schon gut sehen lassen. 2035 Punkte in PC Mark 7, das ist auch eine wirklich respektable Leistung, das sind nochmal fast 500 mehr als die Z-Box. Und ja, also man kann damit wirklich alles eigentlich anfangen, was man sich so vorstellen kann in seinem Multimedia-Raum, in seinem Wohnzimmer. Man kann es aber auch ganz anders einsetzen, man kann es auch einfach als wirklich als einzigen PC einsetzen. Dann hat man hier auch noch den DVB-T-Tuner, dann kann man aber seinen Fernseher auch noch fernsehen. Hat hier sowieso alle Anschlüsse, die man braucht, auch dran, und dementsprechend finde ich das Gerät also wirklich sehr, sehr gut. Der größte Kreditpunkt ist wahrscheinlich schon der Preis. Wie gesagt, diese Version hier, 8 GB RAM mit dem A10 4600M, mit einer 1 TB Festplatte schon drin und auch mit Windows 7 dabei, kostet voraussichtlich $699. Wie die Europreise sich da genau irgendwie einpendeln werden, das wird man sehen. Ich schätze mal, dass man hier fast genauso tief in die Tasche greifen muss, also 650, 700 Euro. 200 Euro spart man sich, wenn man auf die Festplatte und Windows 7 verzichtet und 4 GB RAM in Anspruch nimmt. Dann zahlt man $499 und mit 8 GB RAM noch etwas mehr. Oder aber man nimmt dann doch nochmal die etwas günstigere APU, die A8, und spart dann nochmal $80 bis $100. Dementsprechend, also sagen wir mal, optimistische Europreise 350, 400 Euro. Klar, was auch noch dabei ist, Fernbedienung fehlt. Das heißt, entweder man hat eben ein Smartphone zum Steuern oder man macht es mit Tastatur und Maus oder man hat eine Infrarot-Fernbedienung. Zum Beispiel in Logitech Harmony oder sowas, die dann sowieso hiermit kommunizieren kann. Und ja, ansonsten habe ich keine Kritikpunkte an der Box gefunden. Ist ein tolles Gerät, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und wenn man wirklich was Hochwertiges in seinem Wohnzimmer haben will, dann ist man, glaube ich, mit der MC101 sehr gut bedient von Arctic. Alternativ auch immer Zotac empfehlenswert. Ich war auch schwer begeistert von der Nano XS. Allerdings muss man sagen, dass die MC101, dazu hatte ich noch gar nichts gesagt, von der Lautstärke deutlich
leiser sich verhält als die Z-Box, die kleine. Die ist ja aber auch nochmal deutlich kleiner. Also man hat hier schon mehr Platz, dementsprechend ist das Gerät eigentlich auch relativ leise, vor allem jetzt halt beim Filmschauen so angenehm, wenn man halt wirklich auch nichts hört. Der Lüfter schaltet sich, glaube ich, bei 1080p-Videos auch gar nicht erst ein. Ja, und sonst Funktionalität, alles wie gewohnt und passt sehr gut. Ich danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Liken könnt ihr ja wie immer entweder auf YouTube beispielsweise oder auch auf Hardware Clips. Da könnt ihr auch eure Fragen stellen, Hardware Clips, YouTube, PC Max, mir eine Mail schreiben, uns auf Facebook kontaktieren und ich werde dann mich bemühen, möglichst schnell zu antworten.